Hallo ihr Süßen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute ein bisschen Beauty-Müll für euch und damit es nicht ganz so langweilig ist, zeige ich euch noch einen kleinen Haul, was ich mir gekauft habe und noch ein letztes Update zu der Fake-Lila-Palette von Natasha Denona. Also ich darf jetzt viel Unique nicht so unrecht tun, weil ich hatte eine E-Mail bekommen, war allerdings auf einem anderen Account, da hatte ich dummerweise nicht nachgesehen, also es war mein Fehler. Und zwar haben die gesagt, ja, es tut uns leid und wir schicken jetzt, also wir überweisen dir das Geld. Und das haben sie auch sofort gemacht. Allerdings, wie gesagt, war das auch so ein bisschen, ja, dir liebe, bla bla bla, Schrägstrich lieber. Ne? Also es war so ein bisschen unpersönlich. Also sie haben sich entschuldigt und überweisen das Geld zurück und damit ist die Sache erledigt. Natasha Denona hat auch gesagt, naja, es ging ja alles gut aus. Ihr habt ja jetzt, du hast ja dein Geld zurückbekommen bei der ganzen Tatsache. Fand ich allerdings ein bisschen schade, weil ich habe das ja mit Prozenten gekauft. Die habe ich jetzt nicht mehr. Wenn ich jetzt auch bei Natasha Denona bestellen würde oder woanders, hätte ich dann wieder Kosten. Also lasse ich es erstmal mit der Palette. So, ich habe erstmal wieder alle Handys ausgeschaltet. Bevor jemand fragt, was das für ein Lippenstift ist, der ist es hier von MAC. Der sieht hier sehr viel heller aus, finde ich, als auf den Lippen. Für den Lippen sieht er viel dunkler aus und er heißt Top with Brandy und ist so ein Retro Liquid Lipstick. Sehr, sehr schön, aber auch sehr dunkel. Also ich hätte gedacht, er wäre ein bisschen heller, ein bisschen rötlicher. Als jetzt hier kommt er sehr braun und sehr dunkel raus, aber man kann ihn trotzdem tragen. So, Beauty-Müll. Was ich ja immer wieder aufbrauche, ist hier mein Deep Moisture Express Body Spray für sehr trockene Haut. Norwegische Formel, wunderbar. Hat einen tollen Sprühkopf, hat eine tolle Pflegewirkung, ist ratzfatz, ist man eingesprüht, kommt auch mit Kopf über an den Rücken ran, kaufe ich immer wieder nach, super, super empfehlenswert. Dann habe ich leer gemacht ein Shampoo mit Koffein für das Haarwachstum von Isalna für alle Hauttypen. Ob es was hilft, ich habe nicht unbedingt den Eindruck, aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist das gut und ist wesentlich günstiger als jetzt zum Beispiel Plantur oder andere Firmen. Deswegen vom Preis-Leistungs-Verhältnis her kaufe ich mir das wieder nach. Dann habe ich leer gemacht von Elmex ein Mundspülwasser. Und zwar ist das Sensitive Professional. Das ist mit Argon für sehr schmerzempfindliche Zähne. Ich habe da oben so zwei, vor allen Dingen den hier, der ist sehr, sehr, sehr empfindlich. Also es hat ungefähr 14 Tage gedauert, bis es aus einem sehr schrecklichen Zustand in einen nur schrecklichen Zustand übergegangen ist. Er ist nach wie vor sehr, sehr empfindlich, aber deutlich besser. Ich habe auch die passende Zahncreme dazu. Die hilft meines Erachtens nicht oder nicht alleine. Also das braucht es unbedingt. Also wenn ihr schmerzempfindliche Zähne habt, dann braucht ihr unbedingt noch das passende Mundwasser dazu. Nur mit der Zahncreme alleine kam ich nicht zurecht. Und wie gesagt, bei mir hat es so 14 Tage gedauert, morgens und abends gespült, immer mit so einer halben Kappe und ja, so 30 Sekunden gespült. Und da war der Zustand doch schon wesentlich, wesentlich erträglicher. Habe ich mir auch schon nachgekauft. Dann habe ich das erste Mal gehabt oder das zweite Mal von iLike Kombination Lösung Hyaluron für weiche Kontaktlinsen. Das habe ich gekauft beim Rossmann, glaube ich. Und es ist sehr, sehr gut, weil es halt eben auch mit sehr pflegend ist mit Hyaluron oder sehr feuchtigkeitsspendend für die Kontaktlinsen, weil ich habe so Monatslinsen. Und das ist sehr viel günstiger als zum Beispiel beim Fielmann. Also da kann man ruhig auch mal ein günstigeres nehmen. Also mir hat es gut gefallen. Ich habe es auch schon nachgekauft. Dann, mein heißgeliebtes Serum ist leer. Das ist von Innisfree und zwar, oh Gott, ich kann es nicht lesen, Perfect Nine Repair Serum. Das ist, war das Serum und ich habe nochmal das große, das habe ich noch, da ist noch ein bisschen was drin, die Lotion. Und das Serum ist halt konzentriert und es riecht so toll. Und das ist speziell für reife Haut. Und das ist Bombe. Also ich habe jetzt noch was von Innisfree, was ich dann mal gerne aufmachen möchte. Das ist auch, wenn man sich selber das anmischen kann, das zeige ich euch dann mal. Also für spezifische Bedürfnisse kann man sich das frisch anrühren, je nach Bedarf. Aber das hier ist super, super toll. Das werde ich mir auch unbedingt wieder nachkaufen. Ganz, ganz toll. Dann habe ich noch leer gemacht, zweimal, auch von Innisfree, meine meistverwendete Sonnencreme. Und zwar ist das ein
physikalischer Filter, sprich mit Zink und Zinkoxid. Und zwar einmal ist das hier mit SPF 35, das ist eine milde Version. Und dann habe ich noch mal eine Long Lasting mit 50. Also die nehme ich so im Frühjahr und die habe ich dann jetzt im Sommer genommen. Und ich mache es mittlerweile wirklich jeden Tag, auch wenn ich im Haus bin, weil die Strahlen ja nicht vor der Haustür einfach aufhören. Ne? Also oder auch vom Fenster. Das geht ja auch durch die Fenster, kommt das hier rein. Deswegen kann ich wirklich nur jedem raten, der günstigste Sonnenschutz oder Anti-Aging ist das hier. Und ich komme mit denen halt sehr, sehr gut zurecht. Kann man auch gut unter Make-up tragen. Aber Moment, die beste, für mich die beste mit chemischen Filter ist die hier, die Biore. Und steht ja auch drauf, ne? Also hat ja auch schon Awards gewonnen, ne? Seht ihr? Wer Japanisch lesen kann, ist im Vorteil. Habe ich mir gekauft und gleich dreimal, weil die einfach so super ist. Und die habe ich mir wieder direkt aus Japan bestellt. Das geht super einfach über Amazon, kann ich wirklich nur empfehlen. Ganz, ganz toll. Dann hier eine Colgate-Zahncreme, die hat nicht ich gekauft, sondern mein Mann. Ja, der Geschmack war so meh und die Pflege wirken auch so meh, kaufe ich nicht mehr nach. Dann habe ich nur eine Sheetmask verwendet, Asche auf mein Haupt, mit Caviar Nutrition. Die fand ich ganz gut, aber auch jetzt nicht überragend, dass ich sagen würde, habe ich jetzt irgendwie einen riesen Effekt gehabt. Es hat gut Feuchtigkeit gespendet. Man soll aber aufpassen, dass man die Masken runternimmt, so nach 15 Minuten, bevor sie zu sehr antrocknen und dann eher den gegenteiligen Effekt haben, nämlich dass sie dann die Haut austrocknen. Ne? Also deswegen so, ich lege mich dann schön aufs Bett, gucke meine YouTube-Videos, ne, und stelle mir ein Video ein, was ungefähr 15 Minuten hat. Und wenn es fertig ist, nehme ich die ab. Kleiner Tipp am Rande. Aber ich müsste jetzt viel öfters machen, weil ich eigentlich, bin momentan, aber ja, gucke ich nicht so nach mir. Also deswegen, ich werde sie häufiger verwenden. Dann seht ihr die passende Zahncreme zu dem zur Zahnspülung. Da heißt es ja, man kann es dann halt irgendwie auf empfindliche Zahnhälse draufschmieren und dann ein bisschen einmassieren. Kann ich jetzt nicht so von meiner Seite aus bestätigen, dass dem so ist. Aber die Kombination von dem und dem Mundwasser finde ich gut. Alleinig hat die Zahncreme jedoch für mich nicht ausreichend genug Wirkung. Also die Mundspülung ist viel, viel besser. So, und dann habe ich noch leer gemacht hier meine Retinoid-Creme oder Retinol-Creme. Wie heißt sie denn? Erol. In Deutschland gibt es nur die 0,05%ige. Ja, ist leer, wie ihr seht. So, dann ist noch leer gegangen meine heißgeliebte Lash Paradise von L'Oreal. Die wird relativ schnell dick und relativ schnell leer. Und dann wird es auch relativ schnell teuer. Aber sie ist einfach Bombe. Habe ich auch schon nachgekauft. Und hier, der ist von La Cura ein. Der ist wirklich radikal leer. Eine super schöne Farbe. Ganz, ganz toller Lip Liner. Kann ich nur empfehlen. So ein bisschen noch ausgekratzt. Super. Also, wenn ich den wieder finde, leider finde ich bei uns beim Aldi nicht mehr so viele Make-up-Produkte. Ist ein bisschen schade, kann ich gar nicht verstehen. Übrigens habe ich ein Video gesehen von einer englischen YouTuberin, die schaue ich ganz gerne und die hat vom Aldi Sachen gezeigt, was die in England haben. Da schnallst du ab. Das sind also Dupes oder Nachahmerprodukte, wie zum Beispiel von La Mer, die Foundation, dann halt wirklich so die, wie heißt die dann auch von, so eine Mascara, die Roller? Rollerball-Mascara, egal, also ganz verschiedene, dann den Hula-Bronzer, gibt es dann Bronzer dazu, also ich weiß nicht, was die in England für Produkte nehmen können, die es bei uns nicht gibt, bin ich echt enttäuscht, also der ist wirklich klasse, den finde ich toll und wenn ich den wieder finde, kaufe ich mir auch wieder nach, das war die Farbe Magic of Beauty 200 Sandy Freesia, also ganz, ganz tolles Ding, kann ich nur empfehlen. So, also ihr habt ja schon gesehen, was ich so ein bisschen auch, was ich gekauft habe, halt eben die Sonnenschutz steht bei mir wirklich an allererster Stelle, vor allen Dingen, wenn es so warm ist. Jetzt zeige ich euch noch ein paar Sachen von Colourpop und von der Drogerie.
Was ich extrem süß fand, war dieses kleine Ding hier. Das habe ich allerdings bestellt beim Douglas. Und das war auch noch erschwerenderweise noch im Angebot. Ihr seht hier, das könnt ihr halt so auf- und zudrehen. Und da könnt ihr halt eben euren Beauty Blender reintun. Und da ist dann halt oben so Luftlöcher, dass das Ganze nicht schimmelt. Und dann kann man den nämlich wunderbar mitnehmen. Und der ist schön geschützt und sieht auch noch so super schön aus. Ne? Also dieses Nude mit dem Rosgold, einfach herrlich. Passend zum Thema Nude und Rosa, habe ich mir dieses Ding gekauft. Und zwar, da war leider hier das obere abgewesen. Das war, ich hoffe, dass es hält, dass ich es verwenden kann. Ich habe es jetzt mal so provisorisch ein bisschen draufgesteckt. Man hat halt eine kleinere und eine größere Seite und es ist halt so ein Gesichtsroller. Und ich fand die Farbe halt einfach toll. Und ich hoffe, dass jetzt da oben hält. Wie gesagt, es kam gebrochen an. Das war so ein bisschen schade. Es gab es zusammen mit diesem hier und diesem hier, wenn wir schon beim Thema rosa sind. Ich muss jetzt auch meine rosa Brille aufsetzen. Guck aber nach unten, dass ich euch nicht so blende. Weil sonst kann ich es wirklich nicht lesen, weil ich die anderen Kontaktlinsen drin habe. Das heißt Fourth Ray Beauty Mellow Misc. Und zwar ist da drin White Tea, the good stuff, finde ich total süß, the good stuff. White Tea, also weißer Tee, ist als Antioxidant bekannt. Calendula Blüte ist gut für die Haut im Sinne von Schutz. Marshmallow Root, also die Wurzel eines Marshmallows, hat ein Marshmallow eine Wurzel, ist ja witzig, ist bekannt für intensive Feuchtigkeits- und, ja, und Softening der Haut und die ausbalancierenden Eigenschaften. Und Kamille, und das ist halt eben als Schutz und das ist halt eben auch gegen Hautirritation ist und gegen freie Radikale. Und Oat Milk, also Weizenmilch. Zum Weichmachen und hat auch antioxidative Eigenschaften. Und das ist, wie gesagt, so halt auch ein hübsches Packaging, wie ich finde. Und also ganz süß gemacht hier. Und das ist dieser Nebel. Nebel. Nebel, ja genau. Diese Lotion ist Sprühlotion. Ja, ich habe hier Nebel, ne? Kennt du übrigens The Fog, den Film? Gruselig. Also das ist kein Grusel, sondern das ist, ja, das ist so ein Sprühmilch und da bin ich mal sehr gespannt. Passend dazu, wie gesagt, gab es noch diesen kleinen Racker. Das ist auch eine Face Milk mit Rose, aber wie so eine Art Serum. Das seht ihr hier auch mit so einer Pipette, also auch super schön. Und hier, we formulate effective skincare that delivers brag-worthy. Tell all your friends it's life-changing results. Ist auch gut. Tell all your friends it's life-changing results that are made simply with 100% cruelty-free vegan ingredients. Also es ist wirklich 100% vegan. No secrets, no surprises, no BS. You can trust us. Also finde ich immer sehr schön, allein die Aufmachung, das Versprechen und die Wirkungsweise. Und da ist halt drin Rosemilch, also Rosenmilch und Arganmilch mit Vitamin E und um halt die Feuchtigkeit in der Haut zu halten. Und die Rosenmilch ist dann für Rejuvenate, also das heißt für die Jugendlichkeit der Haut und auch für die zur Erneuerung der Hautweichheit. Und da ist auch wieder drin Oat, also Weizen und Kamille. Und das fand ich halt eben, wie gesagt, sehr, sehr süß. Das kam halt eben in diesem Dreier-Päckchen. Und das habe ich dann bestellt bei Colourpop. Ich muss dazu sagen, das war echt, eine Lieferung kam gar nicht an. Die ging beim Zoll, dann war ich nicht da. Und dann haben die das nur 7 Tage aufgehoben und sofort wieder stand die Penis zurückgeschickt. War ich echt, echt sehr frustriert drüber. Und dieses Paket kam in Frankfurt beim Zoll an und dann haben die einfach mir schon irgendwie nochmal 6 € draufgehauen und dann nochmal die Einfuhrsteuer und wegen der Zustellung über die Post. Also man hatte gar nicht die Chance, ich dachte, das kommt immer irgendwo in die Nähe, wo man wohnt. Naja, war es halt eben auch nicht. Warum ich eigentlich bestellt habe, ist dieses Schätzchen hier und zwar Sweet Talk. Wunderschön, die Verpackung. Und das ist eine Palette, die ewig ausverkauft war. Und als sie endlich mal da war, weil viele YouTuber haben das ja zugeschickt bekommen, haben das dann gezeigt und dann wollte sie natürlich jeder haben.
Und ich natürlich auch. Ich habe sie aber nicht zugeschickt bekommen, sondern habe sie mir selber gekauft. Und ihr seht diese wunderschönen Farben. Und da ist diese Farbe. Und das ist genau das, was mich so wahnsinnig interessiert hat. Und zwar ist das ein, ja, so ein Glitterteil. Ach, herrlich. Also das ist wirklich pures Glitter. Seht ihr hier? Und dann gibt es noch Early Morning. Oh. Und Prisma Drama. Gee. Das sind pures Glitter, Pigment. Also, sehr, sehr, sehr geil. Muss man mögen, Susanne. Muss man mögen. Ne, Susanne. Aber finde ich sagenhaft. Und dieser Topper, wie gesagt, der hier, der erinnert mich so ein bisschen an diesen Topper von der Hatice Schmidt in der Palette. Das ist halt so eine Wahnsinnsfarbe. Also ich finde die Farben traumhaft schön. Ich musste die Palette einfach haben. Ich glaube, die hat 14 Dollar gekostet. Und die Farben sind Bombe. Und die trage ich dann zusammen mit euch auf. So, und dann habe ich mir noch ein paar Sachen gekauft beim Rossmann, wie gesagt. Nein, beim Müller war ich gewesen. Und zwar habe ich da von Catrice das gesehen. Das habe ich schon mal benutzt und das finde ich ganz, ganz toll. Take It All Off, Anti-Pollution. Das ist ein Micellenöl-in-Wasser-Remover. Ist waterproof. Kann man für die Augen, für die für alles nehmen, also fürs komplette Gesicht. Ist auch sehr, sehr mild. Ich habe es auch schon fürs Gesicht oder für die Augen verwendet. Brennt überhaupt nicht, ist sehr, sehr mild. Großartiges Produkt und wie gesagt, das ist meine zweite Flasche. Dann habe ich mir diesen Catrice gekauft. Und zwar seht ihr oben an dem Verschluss, da ist so eine, das ist eine EKG-Linie, ne? Also quasi so ein Sinusrhythmus. Seht ihr da? Vorhof, Hauptkammer und dann die ausleitende T-Welle. Und das ist Liquid Camouflage. Und zwar habe ich hier die Farbe, was habe ich hier für eine Farbe? 05 Light Natural. Und zwar habe ich nur den gekauft, weil da ein gewisser Teil gespendet wird für, keine Ahnung, Kardiologie oder irgendein, ich glaube, für Herzkrankheiten. Bin mir aber nicht sicher, aber deswegen ist halt irgendwie da oben noch ein EKG-Ding da drauf. Ne? Also so eine Ableitung. Deswegen, weil es halt eben kranke Menschen unterstützt, habe ich gedacht, das mache ich sehr gerne, deswegen habe ich mir den gekauft. Eigentlich nur deswegen. So, dann habe ich mir nochmal hier von Essence zwei Long Lasting Eyeliner gekauft, einen schwarzen, einen braun und ein Lip Liner. Finde ich nämlich toll, die Farbe. Und dann habe ich eine Firma gesehen, die ist mir vorher noch nie so richtig ins Auge gefallen, und zwar ist das Gosch und das ist eine schwedische Firma. Und da habe ich auch eine Zeit lang da rumgestanden und wollte mir schon allerhand Zeug ins Kästchen, also in mein Körbchen reinschmeißen. Dann habe ich gedacht, nee, du hast so viel Zeug, jetzt halte ich mal ein bisschen zurück. Und aber das sah sehr interessant aus, was die da hatten. Und das ist ein Primer. Da war ich sehr, das ist ein Velvet Touch Foundation Primer. Da bin ich mal gespannt, wie der ist. Und dann gab es noch was sehr Interessantes, und zwar hier diese da. Und zwar sind das Foundation Plus, Cover and Conceal. Und die soll halt eine sehr, sehr gute Deckkraft haben und hat einen SPF von 15. Und das sind, keine Ahnung, das ist halt wirklich so, kann man vielleicht sehr intensiv machen, wenn man es mit einem anderen, mit einer leichten Tagescreme oder einem BB-Cream halt mischt, dass es halt ein bisschen verdünnt wird. Und ja, und als Concealer kann man es auch nehmen, das ist die Farbe 004, die ich habe. Da bin ich auch mal gespannt. So, und dieses hübsche Ding, hätte ich ja fast vergessen. Ist das nicht schön? Ist allerdings nur Plastik. Ich habe gedacht, es wäre ein bisschen wertiger und es wäre Metall. Ist es aber nicht. Und wenn ihr meine Hand seht, seht ihr auch, wie klein das Ganze ist. Aber es ist eine Ananas drauf. Und deswegen muss ich es haben. Ist von Too Faced. So süß. Und ihr seht hier, das ist ein Bronzer und ein Highlighter. Und es riecht tatsächlich auch nach Ananas. Sehr dezent, aber immerhin. Ich zeige euch mal die Farben. Also sie sind nicht sehr buttrig oder cremig, sondern fühlen sich ja doch ein bisschen trocken an. So seht ihr die Farben. Jetzt habe ich hier alles voller Glitter. Na gut. Und hier seht ihr das. Ich habe es auch heute drauf. Und es hat auch das, der Bronzer hat so einen ganz, ganz, ganz leichten Sheen, was man aber auf der Haut eigentlich kaum wahrnimmt. Und man muss schon öfters mal reingehen, um
damit halt einen Effekt zu erzielen. Also ich habe zum Beispiel, sonst nehme ich immer gerne für hochpigmentiertes hier dieses Hakuhodo-Pinselchen. Ein absoluter Traum, weil er so zart und leicht ist und auch sehr wunderschön eben die Farbe so verteilt. Jetzt für den Bronzer habe ich den hier genommen, der ist sehr viel fester hier vorne, dass man das hier ein bisschen intensiver aufgeben kann. Und da braucht ihr halt, wie gesagt, so ein bisschen intensivere Bürste, um damit halt eben was aufzutragen, weil er doch sehr dezent ist. Aber wunderschön. Und riecht gut und sieht gut aus. Was will Frau mehr? Ja, genau. Das waren eigentlich die Schätzchen oder die Sachen, die ich euch vorstellen wollte. Ein bisschen Beautymüll, ein bisschen Neues, was ich habe. Und ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr wollt. Und ja, ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und dass ihr dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben gebt. Dann weiß ich, dass euch die Sachen interessieren. Und ansonsten, bleibt gesund und bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.